So, gucken wir mal, was die Quests so sagen. Principi, Mann über Bord, zum Todeslicht segeln. Forante, Anführer der Principi des Zen Patrena, hat die Identität und den Aufenthaltsort des Piraten, der mich auf hoher See angriff, enthüllt. Ein Captain namens Benweth, der zurzeit im Piratenparadies vor Todeslicht Zuflucht sucht. Er schlug vor, dass ich ihn vor Todeslicht Rache nehmen soll. Offenbar besteht ein gegenseitiges Interesse an Benweths Ableben. Benweth ist nach vor Todeslicht zurückgekehrt. Das befestigte Bollwerk befindet sich auf einer kleinen Insel im südwestlichsten Eck des Todesfeuers. Die verschiedenen Piraten sind im vor Todeslicht zu Hause. Zu Benweth durchzudringen wird nicht einfach, sei es mit Gewalt oder durch Täuschung. Ja. Ich umsegel jetzt aber einfach mal die Insel hier. Weil das finde ich jetzt schon Beispiel auch richtig cool, dass wir... Du stößt auf eine verlassene Schaluppe, die am Strand auf Grund gelaufen ist. Die Korallen und das vulkanische Gestein in der Nähe haben ihren Rumpf vermutlich zu Kleinholz verarbeitet, aber im Frachtraum könnte trotzdem noch etwas zu holen sein. Wrack durchsuchen. Reis, Wrack weiter durchsuchen. Seil unter Enterhaken. Also Seil und Enterhaken. Mit Verletzung arbeiten, Moral, Reiswein, tägliche Löhne. Feuerseetang. Und das Wrack ist leer. Okay, wir müssen sie also doch zum Ruhen schicken, solange wir ihre Verletzung noch nicht geheilt haben. So, da unten war noch was zu holen. Da würde ich nämlich auch gerne hinfahren. Das sind vielleicht noch Überreste von meinem Schiff. Neue Reparaturvorräte, die ich nicht gebrauchen kann, weil ich voll bin. Sehr schön. So, und ich hatte da eine Nachbarinsel entdeckt. Mit einem verlassenen Dorf. Vielleicht sollten wir erstmal gucken, ob in dem Dorf was ist, was uns helfen kann. Ja, das ist eine kleine Insel, die wir entdecken können. Hier können wir an Land gehen. Oh, Obstbäume. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Wasser. Und dann gucken wir mal bei der Verrückten hier nach. Ob die mit uns kämpfen will. Ein Medium mit zwei Pistolen, das wäre lustig. Also er trägt halt zwei Pistolen. Da sollte ich ihm auf jeden Fall schnelleres Nachladen geben. 7 Fokus. Schwächender Griff. Aha. Also er kann auch einen Handmörser und eine Axt heben. Oh ja, die sind alle stinkig. Das heißt, erstmal ihm ein Level abgeben. Athletik. Also seine Level-Ups. Athletik und Findigkeit von mir aus mal. So, Stufe 1. Was haben wir denn hier?
Durchschlagskraft erhöhen, eiserner Wille. Wirkungszeit erhöhen. Was? Verlängert die Wirkungszeit der Wirkungen, die durch das Medium verursacht werden. Das wäre nicht schlecht. Das brauchen wir nicht. Und Waffenträger. Oder wir können hier Fähigkeiten. Nee, nicht unbedingt das. Medium schlägt brutal auf einen Gegner ein, verursacht reinen Schaden und erzeugt einen Kegel erschütternder Macht hinter dem Ziel. Das Medium beugt den Willen eines Trägers unter seiner Wirkung und bezaubert sie so für die Wirkung. Das mag ich, diese Fähigkeit. Deswegen wird die gleich mal genommen. So, neue Stufe, Kraftstufe erreicht. Metaphysik und Heimlichkeit. Ja, seine Seelenpeitsche. Das ist wie im ersten Teil, wenn man wenn die Seelenpeitsche aktiv ist und das Medium Schaden macht, dann kriegt es Fokus. Fokus schneller regeneriert. Bonus auf Schaden. Fokus schneller regeneriert ist besser. Finde ich. Einhandstil, Zweihandstil, Zweiwaffenstil, Waffe und Schild. Waffenerholungszeit beim Tragen von zwei Waffen. Ich weiß nicht, ob das damit reinfällt. Ich nehme es einfach mal. So, jetzt kriegt er eine neue Waffenkunde. Ruhig mal Fingerfertigkeit und hier unten mal weiter Metaphysik. So. Die Psychoklingen fand ich immer ganz nett. So, eine neue Waffenkunde. Donnerbüchse, dann nimmt er noch Pistole. Und ein letzter Level up. Tiefblick und Athletik. So. Tapferkeit, Reflexe der Schlange. Beschwört einen Vergeltungsschlag auf, der einen Feind betäubt, wenn er auf die Willensverteidigung des Mediums abzielt. Nee, was könnte ich hier machen? Rückruf der Agonie führt dazu, dass das Ziel das psychische Trauma einer Verletzung wiedererlebt und dadurch erneut den entsprechenden Schaden erleidet. Das ist böse. Zerstört die psychische Verteidigung eines Ziels, wodurch es für die Dauer durch das Medium beherrscht wird. Das ist auch immer nicht schlecht. So, dann machen wir hier mal einen Quicksave. Captain, done and done. Du bist kein... Boah, die Konstellation ist total zerrüttet jetzt. So. Vorbei, Alof sollte in die Mitte. Wir können einfach so an dem vorbeilaufen. Okay, der eine Wiedergänger hat uns entdeckt. Okay, der ist hinüber.
vor, Cap. Bei dem schalte ich das einfach mal ein. Hm? Ich glaube, bei mir schalte ich das auch mal ein. Was war das hier nochmal? Nutze deine Schild, um gegnerische Waffenangriffe auf Kosten der Erholungszeit zu blocken. Ah, das ist gar nicht mal so schlecht. Sure thing. The season of harvest is here. Okay. Wieso ist übrigens die ganze Konstellation durcheinander? Die beiden sollten nach vorne. Und jetzt stimmt auch das hier wahrscheinlich nicht mehr. Nein, jetzt stimmt auch das hier nicht mehr. So, jetzt stimmt das hier wieder. So, Anlauf. Feuerball sie mal. Und jetzt Fluggeschosse, dann ist sie schon tot. So. Jetzt noch du. Sorry, friend. Can't. I'm here. Gut, was hatte sie dabei? Ein guter Stab für Alof. Guten Gambasson. Die haben eigentlich alle irgendwelche Rüstungen, die sowieso besser sind. Ah, vielleicht doch ein guter Gambasson für mich. Intelligenz für dich und der Rest kann hier rein. Oh, der da gibt deinen Säbel mal ab. So, den brauchst du nämlich nicht mehr. Ich bleib bei dir lieber bei Schwertern. Beziehungsweise, wenn wir einen besseren Säbel finden, kriegst du halt den. Dich kann man auch nicht verbessern, du bist einfach nur gut. Zepter des Schlüsselbrechers. Hallo, ein Schild geben. Wäre eigentlich gar keine so schlechte Idee noch. Duel Zauberstäbe, yay. Mal sehen, ob das was bringt. Okay, die haben wir wieder nackt ausgezogen und ansonsten scheint es hier nichts zu geben. Und ich sehe gerade, vor lauter Kämpfen und Spaß haben, sind wir schon wieder an der Zeit. Das heißt, wir gehen noch in das Dorf da hinten, was ich gesehen habe. Zwischen den gescheiterten Siedlungen und verlassenen anderen Dörfern werden todesvolle Inseln mit vielversprechenden Ruinen erspäht. Das Gebiet absuchen. Palmstein. Feuerseetang. Noch mehr Palmstein. Reis. Und fertig. Ah, das heißt, wir können zurück auf die, zur Defiance. Ja, und ich hoffe mal, sie wird langsam immer mehr geheilt. Ja, plus 20% dadurch, dass wir gerade einen Chirurg an der Arbeit haben. Sehr gut.
Gut, aber bevor ich auf die Defiance kletter, speichere ich den Spielstand einfach hier direkt ab. Das ist jetzt LP005. LP005. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.